Im März 1953 wollte die Partei und Staatsführung mit einer beispiellosen Hetzkampagne die Pfeifferschen Stiftung in Volkseigentum überführen. Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 setzte dem Spuk glücklicherweise ein Ende. Geschichte und Gegenwart dieser Einrichtung beleuchtet der nächste Beitrag. In 2 Jahren jährt sich die Eröffnung der Pfeifferschen Stiftung zum 120. Mal. Juliane und Helmut Hirt, seines Zeichens bekannter Postkartensammler und Hobbyhistoriker, haben deswegen einen interessanten Vortrag zusammengestellt. Doch wie kam es zur Gründung der Stiftung und wer war Gustav Adolf Pfeiffer? Also die Pfeifferschen Stiftungen wurden am 20. Oktober 1889 offiziell gegründet, beziehungsweise der Johannesstift wurde eröffnet an dem Tag. Die Pfeifferschen Stiftungen erhielten den Namen erst 1903 auf Beschluss des Vorstandes. Gustav Adolf Pfeiffer war Superintendent und Pfarrer und kam aus Frauenstadt in Posen und kam 1881 nach Krakau. Dort wurde er konfrontiert durch die Industrialisierung mit dem ganzen Elend, was auch mit dabei war. Die Kranken, die Behinderten, die Menschen ohne Versorgung, weil es zu dieser Zeit noch keine Sozialversorgung in dem Sinne gab. Hier bemühte er sich, dran aufzubauen und den Menschen zu helfen. Im Krankenhaus hat er erstmal mit einer Kleinkinderschule angefangen, damit die Kinder unterrichtet wurden, wo die Eltern in der Industrie gearbeitet haben, in der Großindustrie in Magdeburg. Krakau gehörte zu der Zeit noch nicht zu Magdeburg, war ein kleiner Vorort eigentlich, wo aber viele Menschen Arbeit fanden in Magdeburg, in den Großbetrieben. Ursprünglich war Krakau ein Fischereidorf. Schon nach ein paar Jahren musste am Johannesstift angebaut werden. Da wurde eine Küche angebaut und eine Wäscherei, ebenso noch weitere Zimmer für Pfleglinge zu der Zeit. Und dann entwickelte sich das immer weiter durch Ankäufe von Grundstücken und Gebäuden und das Samariterhaus, das erste, entstand auch auf dem Gelände. Idyllisch am Schwarzkopfweg in Krakau gelegen, betreiben die Stiftung heute vielfältige medizinische und pflegerische Einrichtungen. Die Pfeifferschen Stiftungen sind ein Dienstleistungsunternehmen, das als Bestandteil der evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen im Auftrag der Diakonie tätig ist. Vorsteher, also quasi Vorsitzender der Geschäftsführung, ist Pfarrer Christoph Radbruch, der für uns die wichtigsten Aufgaben der Einrichtung umreißt. Also die drei Standbeine der Pfeifferschen Stiftung und der größte Bereich von diesen drei Standbeinen ist das Krankenhaus. Wobei die meisten Menschen in Magdeburg gar nicht wissen, dass zu den Pfeifferschen Stiftungen 2 Krankenhäuser gehören, nämlich das Krankenhaus in Krakau, das jeder kennt, aber auch die Lungenklinik Lostau ist eine 100%ige Tochter der Pfeifferschen Stiftung. Das zweite große Standbein ist das Angebot für die alten Menschen, wobei wir uns vor allen Dingen auf Spezialfälle konzentrieren. Und das dritte große Angebot ist alles für behinderte Menschen. Das sind die Werkstatt für behinderte Menschen, die Reha-Werkstatt für psychisch kranke Menschen und auch die Wohnangebote für behinderte Menschen. Daneben gibt es dann noch das Hospiz, das zwar eine ganz kleine Einrichtung ist, aber eine ganz wichtige Einrichtung für uns ist, oder auch unser Anteil am sozialpädiatrischen Zentrum in Ottersleben. Also die Werkstatt für behinderte Menschen ist in dieser Weise erst nach der Wende gegründet worden. Vorher haben die Menschen einfach bei den Pfeifferschen Stiftungen mitgearbeitet, auch die Behinderten. Die haben halt als Heizer oder in der Landwirtschaft einfach mitgearbeitet. Dass das in dieser Form Werkstatt für behinderte Menschen organisiert worden ist, das ist erst nach der Wende passiert. Und auch ein großer neuer Bereich, der dazugekommen ist, die Lungenklinik Lostau ist 1995 vom Land Sachsen-Anhalt übernommen worden. Ehrlich gesagt, wie groß das Gelände ist, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, wenn mich meine Freunde über das Gelände führen, sagen die immer, oh, so groß ist das. Also es ist sehr weitläufig dann doch. Eine ganz wichtige Zahl auch für eine Stiftung ist, dass wir ungefähr 60 Millionen Euro Jahresumsatz haben, dass wir im Alten- und Behindertenbereich ungefähr 500 Menschen beim Wohnen assistieren, entweder in den Altenhilfe, stationären Einrichtungen oder in den ambulanten Einrichtungen, dass unsere Werkstatt für behinderte Menschen 400 Plätze hat für Beschäftigte, dass im Krankenhaus ist das sehr schwierig zu sagen, wir 250 Betten hier in Magdeburg haben und 150 in Lostau haben. Das ist so ein Überblick an Zahlen. Köpfe beschäftigen wir insgesamt ungefähr 1200 Menschen, die nicht alle Vollzeit arbeiten, aber 1200 Menschen ungefähr sind bei den Stiftungen beschäftigt.
Nein, zum Stiftungsvermögen gehören nur die ursprünglichen Häuser. Das sind 4, 5 Häuser hier auf dem Gelände. Alles andere, bei allem anderen ist das sind die Pfeifferschen Stiftungen ein ganz normales diakonisches Unternehmen. Das heißt, wir müssen die Arbeit, die wir machen, durch die Erlöse, die wir erzielen, finanzieren. Und sind darüber hinaus darauf angewiesen, dass wir Spenden, vor allem aus der Magdeburger Bevölkerung erhalten, um Dinge eben tun zu können, die wir durch die Erlöse nicht finanzieren können. Dann ist nach der Wende für ca. 110 Millionen Euro ein Großteil des Gebäudestandes saniert worden. Deswegen sind fast alle Gebäude außen saniert und fast alle auch innen saniert. Alle weiteren Maßnahmen, wie auch das Knutzenhaus, das wir gerade umbauen für eine Wohnstätte für behinderte Menschen, müssen jetzt durch Spenden oder durch Eigenkapital der Stiftung finanziert werden. Das Knutzenhaus war das einzige Gebäude, das zu DDR-Zeiten hier gebaut worden ist und ist deswegen auch ein Plattenbau, der eben jetzt lange Zeit leer stand und den wir jetzt umbauen können, sanieren können für behinderte Menschen. Ich träume davon, dass unser Krankenhaus genauso wie ein anderes Krankenhaus, ein privates Krankenhaus Gewinn macht. Und diesen Gewinn, den das Krankenhaus macht, den würde ich zum Beispiel einsetzen, um eine Ambulanz für nicht sesshafte einzurichten. Oder mehr Schwestern einzustellen, damit die Schwestern mehr Zeit haben. Oder da können Sie jetzt noch andere diakonische Aktivitäten einfügen. Und ich würde mir wünschen, dass in 5 Jahren schon die Stiftungen so profitabel sind, dass wir neue diakonische Projekte für Menschen in Not in Magdeburg umsetzen können. Das sind allerdings noch Zukunftsgedanken, die sich aber im Interesse der Kranken und Behinderten erfüllen mögen. Doch zurück zum Vortrag von Juliane und Helmut Hirth. Was dürfen die Besucher am Nikolaiplatz in der Urania erwarten? Das ist eine Bildpräsentation und die besteht vorwiegend aus alten Dokumenten wie Postkarten, Jahrbüchern, Fotos, soweit noch was vorhanden war, und beginnt wirklich von Anfängen von 1889 bis eben kurz nach der Wendezeit mit ein paar Luftbildern auch, die als Postkarten rausgekommen sind. Die hauptsächliche technische Bearbeitung hat meine Frau mitgemacht, weil man alleine das zeitlich gar nicht schafft. Also sowas muss man schon zu zweit machen. Und das ist nicht die einzige Präsentation, die wir bisher gemacht haben zusammen. Es gibt auch noch eine über Magdeburg, 805 bis 1990. Sie selber arbeiten ja auch als Sozialpädagoge in die Pfeifferschen Stiftung. Nur haben Sie im Vorgespräch erzählt, Sie kommen endlich aus einer völlig anderen Ecke. Wie sind Sie denn zu Pfeifers gekommen? Ich habe zur Wendezeit im SKL gearbeitet und da gab es viele Entlassungen dann nach der Wendezeit, weil die Arbeitsplätze wegbrachen und keine Arbeit mehr da war. Und da ich ehrenamtlich schon mit Behinderten zu tun hatte, auch schon vor der Wende, und noch viele von den pfeifferischen Stiftungen dabei waren, hatte sich es eigentlich angeboten, dann einen Pflegeberuf weiterzumachen. Kein Wunder also, dass Helmut Hirth eine ganz besondere Beziehung zu Pfeifers, wie der Magdeburger kurz und bündig sagt, hat. Und das schlägt sich im Vortrag nieder. Der virtuelle Spaziergang durch die Geschichte der pfeifferischen Stiftung ist garniert mit allerlei historischen Ansichten, Fotos und Dokumenten aus der fast 120-jährigen Geschichte der Einrichtung. Gustav Adolf Pfeifer starb im Dezember 1902, durfte also die Namensgebung seiner Stiftung noch selbst erleben.